Hallo Leute und willkommen zurück zu Lost in Play. Und wie ihr seht, ich habe es das erste Mal geschafft. Und zwar ist es wirklich, ich habe Pause erstmal gemacht, bin Pipi gegangen, habe die Katzen gefüttert und dann bin ich wiedergekommen und habe noch eine Runde gemacht und ich habe gleich das hier geschafft. Yay! Haha, Hua Baloo! Die Errungenschaft smarter than a bird. Ich bin schlauer als ein Vogel, hervorragend. Alles, was ich mir jemals wünschen. Fragte. Hä? Nicht ganz das, was ich wollte, ne? Wachi wachi kulukulum? Okay, dann kann ich nicht mehr voll quatschen. Okay, dann holen wir uns den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel erst bei ihm gelassen, weil ich dachte, es ist egal, wer den Schlüssel hat, um ehrlich zu sein. Aber gut, also weil ich dachte, er ist zu dem Zeitpunkt schon längst draußen, wisst ihr? Schlüssel bitte einmal durch das Loch. Da frage ich mich aber, was in der Kiste drin ist. Aber wir werden es ja jetzt rausbekommen. Gut. Dann nochmal hier rüber und nochmal darüber. Noch ein Stück, noch ein Stück. Gut, jetzt aber. Schlüssel. Mhm. Wo muss ich lang? Ich muss ganz hier hoch, oder? Okay. Ist das hier verkeilt oder so? Ah, ich kann das vielleicht rausziehen, oder? Gut. Okay. Dann rein mit uns in das Fischi. Hätte ich ja nicht so viel Vertrauen drauf. Aber gut. Auf der ewig währenden Reise sind die beiden. Okay, wo kommen... Okay. Hamichika Mama Nina. Sind zu leise. Ist es irgendwas vielleicht mit seinen... Brauchen wir wirklich was zum Lautmachen oder? Okay. Hamichika Mama Nina. Okay. Ich dachte, wir müssen irgendwas mit seinen Leuchtesachen alternativ machen. Hier haben wir doch schon eine Dingsbums. Kann ich das nicht irgendwie anleuchten? Was mit dir? Musst du ins Loch? Okay. Kann ich das Licht auch anmachen? Ah, hier das aus? Also hier, ihr wisst schon, zu? Nee. Okay, den brauchen wir anscheinend hier noch nicht. Das leuchtet dann nur manchmal. Kann ich das nicht hier irgendwie ankloppen oder so? Entschuldigung, jetzt musste ich auch nochmal husten. Habe aber dran gedacht, die Taste zu drücken.
Ich kann auch nur hoch, runter, links, rechts und so, ne? Kurz einen Schluck trinken. Muss man mit WASD? Ich denke, hier brauchen wir noch irgendwas dazu. Das hilft uns hier nicht weiter. Hier ist so ein Leuchtedings. Dich könnte man doch... Ah, ich verstehe. Das könnte doch schon reichen, oder? So, da rein damit. So, und jetzt unsere Trompete. Die können wir hier hervorragend nutzen. How many Flasche? How many Kubriga Flasche? Ah, okay. Was leuchtet? Das ist ein Logikding. Logik bin ich nicht gut. Okay, die hängen schon, ne? Ja. Okay, das sind so. Ich würde sagen, das hier ist schon mal die erste Sache. Hier und hier. Okay, das war recht easy. Das finde ich immer schwierig, solche Sachen. Okay, hier ist innen, außen. Aber ansonsten ähnliche Größe. Also es muss wieder orange innen sein. Also der hier eigentlich wieder, oder? Machen wir das mal so mit. So, ne? So, hier ist der ganz klein, wird größer. Und dann denke ich, dass er hier weg ist. Also der Orange, meine ich hier, ihr wisst schon. Hier müsste es ja andersrum sein. Das heißt, der hier müsste hier sein und hier ist es ja dann egal. Okay. Galalanose, Glaliglaco. Danke, danke. Bin ich schon schlauer als ein Vogel und jetzt kriege ich auch eine Errungenschaft hierfür? Glaube nicht. Naja, nicht schlimm. Achso, Brain Jello habe ich bekommen. Okay. Flogger habe ich ja gerade gefüttert, habe ich ja erzählt in der Pause. Jetzt ist sie wieder am Ausrasten und rumlaufen und miau, miau. Was mache ich aber mit dem Ding jetzt? Ah, vielleicht kitzeln am Gaumen? Meinst du, Flocke? Kann ich das?
Ah, ich muss sie mir wieder füttern wahrscheinlich, ne? Wartet. So. Okay, kannst du das denn nehmen und jetzt hier ein bisschen Kille-Kille machen? Yay! Naja. Ihm geht's ja ganz gut, würde ich sagen, oder? Oha. Das ist eine Strecke. Chico Barioli-kun. Hallo? Ah ja. Oh, erinnert mich auch schon wieder an Edna, beziehungsweise Harveys neue Augen war das ja, ne? Wo die in der Wüste gewesen sind mit dem ganzen Kram. Waren das Hunde oder Katzen, die am Tisch gespielt haben? Wie das Gemälde? Weiß ich gar nicht mehr. Natürlich. Banaku Chileiki. Axiola Boheya. Urimagam Aloyonotohoi. Reuchala, Reuchelo, Alongancha Huizen Bello, Bella, Chakapuna, Chakapuna le Kuchile Kilu Lazen. Oh oh. Uleino Schatz. Ukleinam ja Leunezik. Haha. Naja, fast. Um die Eisdinger und rum. Zum Teekannenmann. Können wir nochmal hier links rüber? Nee, ich wollte das nochmal angucken. Okay, haben wir einen kleinen Beetle oder so, ne? Süß. Eine Rose von Jericho, die hier hinten lang brümmelt. Hallo erstmal. Banahoilekun. Dann der Mode der Bojé. Der Bojé. Mann, die Mann. Dann der Meile. Bereine. Dinamone. Nabadune. Rago. Trabenelle. Okay, kein Problem. Schrauben wir es mal auseinander. Okay, und meine Aufgabe ist jetzt? Pronti Raben. Boik, Banahoilekun. Nein, nicht nochmal. Na gut. Ich habe gedacht, sie sagt mir jetzt meine Aufgabe. Ein Teppich, Rollschuhe, Drachenkopf. Okay, ich gehe einfach mal und guck, was ich finden kann, ne? Rollschuhe. Komm ich ja wahrscheinlich nicht ran, ne? Okay, hier unten kann ich ein bisschen drehen. Brauche ich einen Puzzelemi hier zum... Okay. Okay, der Teekannenmann. Hier vorne kann auch noch was dran. Was ist da hinten denn los? Ah, hier sind Hebel, sehe ich gerade.
Kann ich hier was hebeln? Noch nicht, denke ich. Okay. Huila Pentimon. Dachte, ich kann zu dem da hinten, aber der ist einfach nur im Hintergrund. Oder? Ach, der rasiert sich. Na. Oh. Kann ich schon? Was ist das hier für ein Schild? Einfach nur Achtung, Kaktus oder was? Was ist mit dir los? Akashu. Ich will mich rasieren, aber ich krieg sofort immer wieder stoppelnd. Ich same, Bruder, same. Kenn ich das Problem. Okay. Lerne ich sogar noch was fürs echte Leben. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Bild? Du willst eine Kassette. Okay, die stopfe ich dann einfach rein. VHS will er auch noch. Der ist so jung, der kennt gar keine VHS. Aber na gut, der hat mit einem Menschen drin. Könnt ihr euch immer was wünschen, wenn ihr die seht. Mit einem Gameboy gespielt. Der weiß schon, was eine VHS-Kassette ist. Gut, was haben wir hier? Eine Lampe. Ah. Okay. Hier mit den Autos ist nichts. Hier ist aber auch nichts weiter drin. Das war's schon, glaube ich. Ein Ananas-Auto. Okay, dann erstmal hier wieder zurück. Weiter aus dem Bild raus können wir auch gar nicht. Gut. Dann können wir schon mal das erste Problemchen hier so ein bisschen in Angriff nehmen. Und zwar Mutti's und Vati's Home-Videos. Oh Gott. Was muss ich denn tun? Wo starten wir denn überhaupt? In so einen Wald eingebogen. Wir sind so lange grün gewesen, bis wir wieder braun sind. Links abgebogen ist braun. Warte mal, wir haben dreimal braun, einmal grün. Gibt es mehrere Strecken, wo das ist? Wir haben dreimal braun, einmal grün. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Wir haben hier so dreimal braun und einmal grün. Hier nicht. Hier unten einmal grün, zweimal. Zweimal grün. Das heißt, wir müssten theoretisch hier so sein. Und ich müsste... Weil ich ja nicht weiß, Hä? Was? Ach, ich drehe mich nicht im Kreis. Oh Gott. Ich biege mal links ab anscheinend. Und das habe ich nicht geschnallt gehabt. Okay. Wir sind also grün. Wenn ich links abbiege, ist blau bei mir. Geradeaus ist auch blau. Und also zweimal blau. Und dann wird's braun.
zweimal blau. Und dann wird's braun. Wir sind also definitiv nicht hier. Davor war irgendwas mit grün, ne? Wir können also gerade hier sein. Müsste es geradeaus gelb werden. Ja. Okay, dann müssen wir nochmal geradeaus. Ja. Dann müssen wir einmal vorne in die blaue Wiese. Einmal rechts in das grüne Waldzeug. Und einmal links und dann sind wir zu Hause. Oh Gott. Huh? Das ist aus. Baba Yaga ist da. Okay. Das ging doch besser, als ich vermutet hatte. Okay, wir haben ein Lenkrad. Brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir nicht einen Drachenkopf? Okay, gehen wir mal weiter. Dem wüsste ich jetzt nur... Ah, hier bestimmt so ein Ventil. Mhm. Ich hab nichts mehr, ne? Nee. Okay, jetzt hier in den Hebel ein bisschen. Mhm. Ich möchte bestimmt, dass es hier aus der Tülle rauskommt, oder? Was ist denn mein Ziel? Ich guck gerade das ganze Gerät ab, ob es irgendwo reinlaufen muss, was da? Ich habe irgendwie gedacht, dass es hier so rüberspritzen muss. Lass das mal. Ah, der Eimer. Dass es in den Eimer muss? Kann ich mir hier irgendwie Werkzeug ausleihen? Brontiraben. Nee. Die sagt mir wieder nur den kompletten Weg. Hier sind Stöcke. Aber ich kann nicht weiter links. Ich kann hier nichts am Auto selber machen. Mein Auge juckt. Ach, Moment. Okay, bin wieder sehend. Ich kann nichts an der Fahne, nichts an den Stöckern machen. Hier auch nichts, nichts an den Lichtern. Ne. Hier bei ihr unten? Kann ich auch nichts beim Fahrrad abmachen. Mit ihr reden kann ich auch nicht. Sagt sie mir wieder den kompletten Weg, wenn ich sie anquatsche? Ich möchte es nochmal. Ja. Dinamone, Nabadune. Rago. Okay, lass uns mal gucken, ob wir das Ventil nochmal abschrauben können und vielleicht hier reindingsen. Wisst ihr? Kann man nicht. Hm. Ich kann doch aber auch nur sehr gezielt. Ah, was auch immer das genutzt hat. Okay. Nimm das mal mit.
Vielleicht hier vorn. So, hier ran. Huila Pentimon. Doch nicht. Wir können noch mal mit dem Wasser rumspielen. Okay, da passiert nichts. Ja, und das Wasser gehen und nass werden können wir auch nicht. Ich würde halt gerne, dass der Eimer hier irgendwie so hingedreht wird, dass der Eimer voll wird, aus irgendwelchen Gründen. Aber, kann ich denn hier ihm... Hey! Pronti Rabin! Danke. Ah, jetzt habe ich eine Kurbel. Und liebe Leute, wisst ihr, was ich auch noch habe? Folgenende, weil wir sind schon fast bei 27 Minuten angekommen. Habe ich wieder gar nicht gesehen, bin wieder übers Ziel hinausgeschossen. Boah, ist auch schon 19 Uhr. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich das Spiel heute zu Ende spielen kann, weil das so ein süßes Kleines ist. Aber ich weiß nicht, da wir müssen ja anscheinend noch eine dicke Katze begegnen, einen dicken Wurm und irgendwas anderes, ein Fisch, glaube ich, war noch, ne? Aber nochmal ein Wasserlevel wäre schon irgendwie komisch. Und dann sind wir wohl erst zu Hause. Ich bin gespannt. Mal gucken. Ich spiele erstmal noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Christian ist ja auch noch am PC und nimmt Assassin's Creed auf, weil ich würde ja gerne logischerweise mit ihm zusammen dann schlafen gehen. Und solange machen wir hier noch ein bisschen. Aber nicht mehr jetzt, liebe Leute, sondern in der nächsten Folge erst. Also bis dann. Tschüss.